So, da sind wir wieder. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, nochmal Cube Seal zu spielen. Wir haben ja noch genug Gold. Wir gucken mal, was wir diesmal so ziehen. Aber wahrscheinlich kein Greed-Deck mehr. Oh, krass. Unser Weiß sieht heftig aus. Weiß, 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 blau. Sollen wir nochmal Greed gehen? Niff-Mizzet. Boah, weiß-blau. Wir haben sehr viele weiß-blaue Walker. Das sieht schon mal krass aus. Unser grün-blau sieht, grün-schwarz sieht auch krass aus. So, und nur unser rot. Rot können wir schon mal ausscheiden. Elspeth Conquers Death. Dungeon Guys. Also unser blau sieht richtig gut aus. Blau, weiß. Oh. Holy Guacamole. Unser Blau-Weiß sieht echt nice aus. Ja. Ich überlege noch, ob ich irgendwie in das Blau-Weiß noch Schwarz reinkrieg. Aber unsere schwarzen Rares sind auch nicht so krass. Also Schwarz-Grün wird's nicht. Doppelgrün auch nicht. So. Also Blau-Weiß eventuell mit Schwarz noch. Gucken wir mal. Aber wir haben hier auch noch ein paar echt gute schwarze Karten. Blau weiß schwarz, blau weiß schwarz. Ja. So. Wir haben sogar vernünftige Landbase diesmal. Was geht ab? So, je nachdem, was wir jetzt an Blau-Weiß noch haben, überlege ich, das Schwarz rauszukicken. Wir gucken uns jetzt mal die Uncommons an. Und zwar nur die Blau-Weißen erstmal. Prophecy ist nice. Cutthroat ist nice. Counterspell ist nice. Daxus, God's Willing. Ja, also wir können das Schwarz rausnehmen. Vielleicht noch irgendwas Schwarzes drin? Hier. Vielleicht splashen wir irgendwas, aber eigentlich brauchen wir das nicht. Ne, dem macht nicht so viel Sinn. So, und jetzt gucken wir mal die Commons an. Nice, noch so ein Land. Der ist vernünftig, der ist vernünftig. Das haben wir, wir haben sogar 40 Karten. Wir haben genau 40 Karten. Wenn wir unsere... So, jetzt müssen wir einmal kurz gucken, was, wie komme ich hier auf die Statistik hier? Wir haben, 3 Instants und keine Sorceries. Dann ist zum Beispiel hier der Murmuring Mystic gar nicht geil. Was ist noch nicht geil? Das hier, Return Target Instant, Return Target Sorcery. Das sind leider beide nicht sonderlich gut. So. Das ist gut. Jetzt müssen wir halt überlegen, ob wir noch irgendwie Early Drops reinknallen wollen. Aber wir haben nicht so wirklich, ne? So. Oh, wir haben gar nicht geguckt, was wir an. Haben wir nur. Ne, Gingerbread bringt nichts. Wir haben hier Lands. Die. Ein Land, das jede Farbe macht. Aber wenn wir halt nur zweifarbig sind, bringt das nicht so viel. Obwohl, wir könnten den Temple of Silence spielen, einen Swamp, und dann könnten wir was splashen. Was hatten wir nochmal an splashable Cards? Enter the God Eternals, richtig gut. Machen wir das mal. Das braucht auch wirklich nur eine schwarze Source. Und... Nee, das alles, kostet alles zu viel. Finelli ist vielleicht noch ganz geil. Weil es kostet zwar 2 schwarze Mana. Aber die können wir uns auch raussuchen. So, jetzt gucken wir uns nochmal unsere Landbase an. Schwarz raus. Obwohl wir... Ja. Rupture Spire kommt auf jeden Fall rein. Dafür geht ein Swamp raus, genau. Cryptic Caves kommt auf jeden Fall auch raus. So. Der will jetzt, dass wir für die paar
Mana Sources. Genauso viele Swamps spielen wie Plains. Das halte ich für ein großes Gerücht. Zwei Swamps ist in Ordnung. Wir können die so ziehen. Wir haben Temple of Silence. Wir haben Rupture Spire. Und wir haben Fabled Passage. Ich denke, das Deck spielen wir so. Ja, wir haben ziemlich viel. Problem ist, wenn der Gegner viele Kreaturen hat, dann und unsere Planeswalker angreifen kann. Aber die meisten unserer Planeswalker machen auch Kreaturen. Talrand ist auch nicht geil. Talrand kann raus. Dafür können wir noch gucken. Haben wir hier nicht irgendwie noch was Vernünftiges? Nein, nicht schwarz. Weiß. Castle Ardenvale, was hat er jetzt dafür rausgenommen? Achso, wir hatten schon eine andere Karte rausgenommen dafür, ne? Finde die jetzt alle nicht so geil. Achso, doch. Kunoros kann man noch reintun. Jetzt haben wir 41 Karten, weil wir ein Land reingetan haben. Dafür nehmen wir ein Island raus, weil wir noch Hydro Fountain und Tranquil Cove haben, ja. Okay. Let's Fets. Unser Bild ist zwar Niv-Mizzet, aber wir sind hauptsächlich blau-weiß mit einem schwarzen Splash. Das war diesmal so, dass sich das Deck auch wirklich fast selber gebaut hat. Also wir hatten von den Rares, die wir in den Farben hatten, hat das am allermeisten Sinn gemacht. Wilson Magna. Let's see. I see your man of culture as well. Spielt auch blau. Auch blau-weiß. Teferi ist natürlich nice. Hat er eine Flash-Creature? Ja, hat er. Oh, das wäre so geil, wenn er jetzt angreift und nix hat. Dann können wir den so richtig, richtig natzen. Greif an, greif an, greif an, greif an. Jawohl. Eventuell muss er jetzt schon einen Counterspell raushauen. Weil sonst fressen wir einfach seinen Cutthroat. Das ist natürlich echt nice, wenn er dann einen Counterspell auf unseren Two-Drop ballern muss. Nice. Und das musste er vor allen Dingen auch in seiner Runde, deswegen kriegt der Cutthroat keinen Counter. Problem ist jetzt, dass wir kein Follow-up haben, leider. Weil jetzt hätten wir halt was spielen können, was nicht gecountet werden konnte, weil er kein Mana hatte. Heliod, okay. Heliod resolved. Ich denke, ich benutze Fanelli als One-Mana-Removal-Spell. Also als Five-Mana. Single-Target-Removal-Spell, was ist eigentlich das Potenzial übertrieben gewastet, aber ich würde gerne ein leeres Board haben. Captain Seaside. Okay. Weil wenn ich Teferi spiele, würde ich gerne ein leeres Board haben. So. Kann man. Captain Seaside loswerden. Jetzt haben wir Teferi. Nächste Runde können wir Lyra spielen. Jetzt hoffen wir, dass er keinen Removal hat, aber in den Farben ist es eigentlich recht unwahrscheinlich. Ja! Nice. Ja, das Einzige, was traurig war, dass wir das Finale of Eternity für 1, quasi x gleich 1, raushauen mussten. Und auch anstatt drei Kreaturen zu removen, nur eine, aber hat ja im Endeffekt das gemacht, was es tun sollte. Aber wir müssen halt noch ein, zwei Länder ziehen. Aber die Hand gefällt mir sehr gut. Gegner Mulligant auf 6 Minimum runter. Vielleicht auf 5. Der überlegt noch. Oder er überlegt, welche Karte er wegtut. Das kann auch sein. Das sieht man jetzt gerade nicht. Auf 6 runter. Wir haben One Drop, der defensiv ist, das ist schon mal gut, das gibt uns Zeit. Schock. Nein, okay. Rapture Spire. Das war leider kein Land, was wir da gezogen haben. Und dann Attack für 1. Kabam, Junge.
In die Phrase. Aha, auch Minimum drei Farben. Jo, dass wir jetzt kein Land gezogen haben, ist ein bisschen traurig. Hätte ich gern. Hanged Executioner. Da ist das vierte Land. Das Problem ist, wenn wir jetzt. Wir können Ajani spielen und den plus einsen. Oder minus zwei, dann kriegt er zwei Schaden und dann können wir plus eins machen. Greifen wir an. Wenn er mit beiden blockt, können wir den Executioner töten. Okay, dann kann er uns nämlich die nächstgroße Kreatur nicht removen. Und der Ajani erhält sich jetzt selber auf 1. Weil er kriegt jetzt einen Schaden und dann. So, wenn, am besten wäre jetzt noch ein Land zu ziehen. Ah, vielleicht hat. Ah, okay. Vielleicht hat er einen Burnspell oder sowas. Dann war der Block jetzt gerade doof für uns, falls das so wäre. Shivan Fire auf den, okay. Das ist okay. Hallo? Game? Hatte gerade einen Hänger. Das ist nicht weiter schlimm, weil wir können jetzt Teferi spielen. Draw a card. Plus 1, kriegen wir 2 Life. Boop. Dürfen 2 Lands enttappen und können jetzt, wenn er mit der 1-1 angreift, können wir blocken. Das ist nicht gut. Das removed er damit. Da scheint natürlich den Teferi, okay. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil wir können jetzt nächste Runde. Können wir unseren eigenen Elspeth Conquers Death spielen und seinen Elspeth Conquers Death. damit removen. Der macht minus 2. Kriegen wir einen Ajani's Pride Maid. Gain 1 Life. Und exilen seins. Dann greifen wir für eins an. Ja, wir haben momentan leider nichts im Friedhof, was sich lohnen würde zurückzuholen. Dryad. Und Warleader. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5. This turn. Ja, ich würde sagen, wir warten eine Runde. Und jetzt haben wir den Counter offen. Also wenn er jetzt diese Runde, der muss jetzt diese Runde was topdecken, was ihm gegen all dies hier hilft. Okay. Und ab nächster Runde hätten wir den Counter offen gehabt. Jawohl. Das Deck ist echt stabil. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also es ist echt nice. Ist einfach jetzt in 13 Minuten haben wir schon das Deck gebaut und zwei Games gezockt. Das ist zum Beispiel eine Hand, die finde ich nicht so geil. Aber wir fangen an, wir haben einen Counter, wir haben Patient Rebuilding. Problem ist, wenn der Gegner Kreaturen spielt. Das ist halt ein Mulligan. Aber ich denke, wir versuchen das mal. Wenn ich jetzt nicht angefangen hätte, hätte ich nicht versucht. Weil dann wäre das zu langsam gewesen. Kein One-Drop, kein One-Drop, nice. Oh, das ist auch Perfect Draw. Drei Mana Lifelinker. Mit Vigilance, der uns hier schön. Oh ja. Nice. So, und jetzt können wir den Counter offen halten. Und wenn wir noch ein Land ziehen, haben wir Patient Rebuilding. Beanstalk Giant. Okay, nice. Oh, wir können jetzt auch Staggering Insight spielen. Ich denke, das machen wir sogar eher.
Weil dann ziehen wir jetzt direkt eine Karte. Und forcen ihn so ein bisschen dazu, den zu removen. Weil der hat halt auch Menace. Der Gegner muss halt zwei Kreaturen spielen, bis er blocken kann. Und extra Karten ziehen ist immer gut. Cavalier of Thorns. Resolved. Argus Bloodfest, Savage Storm, Duress, okay. Pass to Attackers, Blockers. Ich denke, wir suchen uns noch ein Island raus. Lands sind immer gut. So. Jetzt in seinem Turn können wir den einfach tappen. Der macht halt wirklich nicht viel. Wir haben Tap plus Counter offen vom Mana her. Prey Upon. Mit dem Schutz vor Grün. Jetzt haben wir keinen Tap mehr übrig, aber jetzt müssen wir auch nicht tappen. Weil jetzt könnten wir einfach blocken, wenn er angreift. Golos wird gecountert. Jetzt haben wir dreimal das Island nach oben gescryed. Oh, der extra Card Draw ist echt lecker. Womit fangen wir an? Patient Rebuilding oder machen wir... Ich denke, wir machen es so. Einfach weil wir es können und das am sichersten ist. Obwohl, ich weiß gar nicht, wenn er jetzt einen Planeswalker spielt... Ist das nicht das sicherste? Fuck. Gar nicht drüber nachgedacht. Selber gemerkt. Vor allen Dingen der Dude. Ja. Egal, dann gehen wir zum Sideboard-Plan über und fangen an zu millen. Den Gegner. Darf mal Garuk an. Wir sind auf 32 Leben und wir kriegen unseren Lifelinker wieder mit einer +1/+1 Marke. Von daher sind wir zumindest nicht in der Bredouille, dass wir sterben würden. Obwohl, wenn er jetzt hier den Beanstalk Giant als 8-8er spielt, der tut schon weh, aber den können wir wegtappen einfach. Oh, zwei. Oh, nice. Das ist 1 Marke. Lyra. Das Counterspell. No attacks. Okay. Wenn das machen, das Target Play plus Top 4 Cards. Mild das nochmal 4. Der Gegner ist noch auf 15. Da das Spiel gerade recht unentschieden aussieht. Wir haben leider keinen Mars Removal. Außer das, dass das am nächsten rankommt. Dafür brauchen wir aber, wenn es richtig, richtig dick sein soll, brauchen wir 12 Mana dafür. Und wir haben jetzt 7. Also das dauert noch mindestens 5 Runden. Und in 5 Runden haben wir den Gegner eh schon gemillt. So, ja, what you doing? Ja. Das...
Fast schon klar. Das ist vollkommen egal. What is he doing? Blood for Bones. Okay, der opfert den. Das wird ihm nicht gefallen. Creature cards in graveyards can't enter the battlefield. Das wird ein... Ups. Was wollte er sich denn wiederholen? Ah, Thorn Mammut. Big Ups. Was? Return a card from your graveyard to the battlefield, then return another creature card from your graveyard to your hand. Ah, jetzt hat er den aber zumindest in der Hand, aber wir können den countern. Ja, was wir auf jeden Fall jetzt machen, ist mit dem den Garruk loswerden, das ist schon mal wichtig. So, das heißt, wenn wir uns den Counterspell aufheben wollen, der kostet 3 Mana, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Mana. Ah gut, ich hätte wahrscheinlich, das hätte ich besser vorher gemacht. Ups. Weil dann hätte der jetzt schon... Eins, zwei, drei, eins. Okay, ja. Der Ajani kann sich gleich einfach selbst exilen und kann alle Artefakte und Kreaturen, die der Gegner hat, exilen. Dann ist der Gegner einfach tot. Und wir haben genau genug Mana uns offen gehalten für Counter plus Tap. Also, nope. You are not allowed to attack. Wo, wenn er jetzt mit allem angreift, dann kann er Ajani töten, aber dann hat er auch nichts mehr zum Blocken. I take this. Good game. Er hätte jetzt noch Enter the God Eternals plus... Oder wir hätten auch einfach sein ganzes Feld leer räumen können. Läuft gut, das Deck. 3 Wins, kein Loss. Weiter geht's. Ich snack mir noch mal ein bisschen was. Ich hoffe, dass man das nicht zu laut gehört hat. Trüffel. Hm. So, ich hatte das Mikro mal, während ich gekaut habe, runtergetan. Ah, ist ein Land, was getappt reinkommt. Jetzt sehen wir seine zweite Farbe. Ich tippe auf schwarz. Grün. Hm. Hab's auch die ganzen Flash-Creatures. Ich hätte gerne noch ein zweites blaues Mana, dann könnten wir jetzt countern. Hat er einen Instant Removal? Sieht so aus. Okay. Vollkommen in Ordnung. Ich hätte vor allen Dingen gerne ein zweites, ein fünftes Mana. Das wäre mir schon wichtig. Nichts Großes, bitte. Nice. Land. Schade, aber Ajani ist auch nicht schlecht. My pride grows stronger. Zakan! Oh, jetzt wäre ein Land so gut. Come on, Land. Jawohl. Magnificence.
Sorry, I'm late. Time for Plan B. Time is much more malleable than people think. So. Nice. I will consume you. Okay. Jetzt bräuchten wir noch ein zweites blaues Mana, dann hätten wir ein Konto offen. Oh, wow. Das ist natürlich jetzt echt heftig gegen uns. Die könnte uns jetzt das Game gekostet haben, die Immortal Sun. Ich weiß nicht, haben wir da irgendwas gegen? Das war vor allen Dingen genau die Runde, bevor wir... Obwohl, wir haben gerade keinen Counter offen. Oh, Demon Lord Belzenlock. He likes to draw cards, I guess. Oh, nur eins, schade. Ja. Ich meine, das war jetzt kein schlechter Draw, aber... Gegner zieht da zwei Karten pro Runde. Kann jetzt einfach dagegen fighten. Okay. Game is over, I guess. Da konnten wir nicht viel gegen machen. Well played, opponent. Immortal Sun. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ja, wobei, ich meine, wir haben jetzt zwei Karten gezogen. Ich meinte eigentlich, wenn wir mit Teferi die Runde danach gezogen hätten, hätten wir bestimmt einen Counter offen gehabt. Aber wir haben ja jetzt auch schon zwei Karten gezogen.